Willkommen Almila, die Kleine hat sich an Neujahr mal so richtig Zeit gelassen. Neues Jahr, altbekanntes Thema. Die Feinstaubdiskussion 2018 ist eröffnet mit einer Demo am Neckartor und einigen bissigen Sprüchen. Und zwischen den Jahren, der Sport in der Region hat keine Pause gemacht. Das war los. Ja, was genau? Das sehen Sie später und damit guten Abend und hallo zum Journal hier bei RIQ TV. Wir wünschen erst einmal ein gutes neues Jahr und hoffen, dass Sie auch in 2018 viel Zeit mit uns verbringen. Ja, Punkt 0 Uhr leuchtete über der Landeshauptstadt das Silvesterfeuerwerk. Zur gleichen Zeit lag Aysche Gül-Pusat in den Wehen. Ihre erste Tochter sollte ein Neujahrsbaby werden. Von all dem Spektakel draußen bekam die werdende Mutter natürlich nichts mit, dafür aber ihr Ehemann. Hab nicht geguckt leider, weil ich hatte übel Schmerzen gehabt, aber der hat Also ich hatte eine schöne Aussicht. Genau. Das war hinten im Raum, da war sehr schön, man hat ganz Stuttgart gesehen, ich habe ganz Feuerwerk gesehen, es war sehr, sehr schön. Ich dachte, die feiern alle wegen mir, weil ich Baby bekomme. Die kleine Almila macht den Neujahrstag für ihre Eltern Cetin und Aysche Gül zu einem ganz besonderen Tag. Nicht nur, weil sie das erste Kind der beiden ist, sondern sie ist auch ein echtes Neujahrsbaby. Am 31. Dezember um 17 Uhr ging es dann los. Der werdende Papa fiebert da noch mit, dass seine Tochter kurz nach Mitternacht zur Welt kommt. Doch das erste Neujahrsbaby in Stuttgart ist die Kleine nicht. Almila hat sich nämlich ganz schön viel Zeit gelassen. Ich war voll aufgeregt. Ich habe 15 Stunden gekämpft, aber endlich habe ich geschafft. Also wir haben geschafft. Um 8.58 Uhr ist es dann soweit. Almila erblickt im Robert-Bosch-Krankenhaus das Licht der Welt. Und Papa Cetin kann endlich seine 3.100 Gramm schwere Tochter auf den Arm nehmen. Eigentlich wollte der 25-Jährige einen Jungen. Doch als er seine Tochter zum ersten Mal sieht, ist er hin und weg. Ich kann es mir noch nicht realisieren. Das ist für mich irgendwie was Neues. Aber bin sehr glücklich darüber. Also jetzt ist endlich soweit. Jetzt haben wir unser Baby, jetzt ist ein ganz anderes Gefühl, irgendwie fühle ich mich älter. Endlich. Aber ist ein schönes Gefühl. Dass er sein Neujahrsbaby wird, damit hat das Paar nicht gerechnet. Schließlich war der errechnete Geburtstermin Mitte Januar. Den Jahreswechsel hatten sich Cetin und Aysche Gül deshalb ganz anders vorgestellt. Wir waren eigentlich geplant bei meinen Eltern. Wir wollten was essen gehen, also meine Onkel sind gekommen, meine Oma ist aus der Türkei gekommen. Wir wollten eigentlich was essen gehen, was trinken, feiern gehen. Dann haben wir gerade uns angezogen gehabt und dann ist die Fruchtblase von meiner Frau geplatzt. Anstatt dass wir zu meinen Eltern fahren, sind wir hergefahren. Und so starten die Pussas jetzt zu dritt ins Jahr 2018. Ja, bei dem Begriff Neujahrsempfang denken viele wohl an eine nette Location, ein paar Schlückchen Sekt und einige herzliche Worte und Wünsche fürs neue Jahr. Beim Bündnis Stuttgart Ökologisch-Sozial sieht so ein Neujahrsempfang aber ganz anders aus. Da wird der Empfang einfach mal ans Neckartor gelegt, die B14 für knapp 2 Stunden gesperrt und statt netter Worte gibt's markige Kampfansagen an die Stadt. Lasst uns weitermachen, lasst uns oben bleiben für ein Stuttgart, das menschenfreundlich und nicht autofreundlich ist. Dranbleiben! Natürlich gibt es für diese Worte an diesem Tag und ganz speziell an diesem Ort viel Applaus. Mehr als 80.000 Fahrzeuge müssen die Anwohner am Neckartor täglich ertragen, an Deutschlands schmutzigster Kreuzung. So zumindest der bundesweite Titel in den Medien. Klar, dass die meisten Anwohner genervt sind und endlich ein Umdenken fordern. Einsicht bei den Autofahrern und eine Lobby für die Kinder, die keiner haben und sich nicht wehren können. Auf der einen Seite rühmt sich diese Stadt sehr modern zu sein, neueste Technologien zu besitzen. Und auf der anderen Seite ist die Stadtregierung nicht in der Lage, das vernünftig umzusetzen für die Stadtbevölkerung. Naja, so ganz stimmt das nicht, sagt die Stadt. In der Luftbilanz für 2017 werden wohl knapp 50 Tage mit Grenzwertüberschreitungen am Neckartor ausgewiesen. Im Vergleich zu 63 im Vorjahr. Das ist ja schon mal eine Verbesserung um knapp 20%. 35 sind erlaubt, das heißt, wir sind immer noch nicht im Grenzwertbereich, sondern drüber. Aber den halben Weg haben wir jetzt in dem Jahr geschafft und das ist schon ganz gut. Ein paar Tipps, um diese Tage noch weiter nach unten zu drücken, haben die Anwohner natürlich auch. Und so richtig glaubt hier sowieso keiner, dass die Stadt bei der Luftverbesserung Vollgas gibt.
Wenn diejenigen, die diese Stadtentwicklung hier maßgeblich verantworten und die Automobilindustrie fördern, wenn diejenigen selber hier am Neckartor leben müssten oder ihre Kinder hier im Kindergarten hätten, dann wäre der Verkehr sicherlich sehr schnell eingeschränkt. Okay, die Meinung ist vielleicht ähnlich übertrieben wie auch die einiger genervter Autofahrer. Die hatten aufgrund der zweistündigen Sperrung der B14 schon vorher über die sozialen Medien angekündigt, ein paar Extra-Runden am Neckartor drehen zu wollen. Also nichts Neues in 2018 beim Thema Feinstaub prallen auch weiterhin unterschiedliche Meinungen und Ansichten aufeinander. Weil die Politik hier in Stuttgart versagt hat, die Bürgerinnen und Bürger zu schützen vor dem krankmachenden Feinstaub. Wir machen halt alles, was man machen kann. Die Stadt Schorndorf hat das Sicherheitskonzept für ihr Stadtfest überarbeitet. Im vergangenen Jahr hatte eine missverständliche Meldung der Polizei bundesweit für Aufsehen gesorgt und den Eindruck erweckt, dass es zu Ausschreitungen ähnlich der Kölner Silvesternacht vor einem Jahr gekommen wäre. Später stellte sich heraus, dass es lediglich zu kleineren Zwischenfällen gekommen war. Um so etwas künftig zu vermeiden, soll nun die Kommunikation zwischen Stadt und Polizei verbessert werden. Zugleich soll aber auch die Präsenz von Polizei und Ordnungskräften erhöht und dunkle Ecken auf dem Showo-Gelände ausgeleuchtet werden. Ein tödlicher Wohnungsbrand und ein musikalischer Auftakt ins neue Jahr, das sind unsere weiteren Themen jetzt in den Kurznachrichten. Bei einem Wohnungsbrand im Winnender Stadtteil Herdmannsweiler konnte eine Person heute Morgen nur noch tot geborgen werden. Nach ersten Angaben handelt es sich dabei vermutlich um den 59 Jahre alten Bewohner. Warum das Feuer in dem Zweifamilienhaus ausbrach, ist noch unklar. Ein Nachbar, der dem Bewohner noch zu Hilfe eilen wollte, erlitt eine leichte Rauchvergiftung. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf bis zu 200.000 Euro. Die Ermittlungen dauern noch an. Musikalisch ins neue Jahr. So ist gestern Nachmittag das Sinfonieorchester Ludwigsburg in 2018 gestartet. Bei dem Neujahrskonzert im Forum am Schlosspark zeigte Leiter Hermann Duckeck sogar sein akrobatisches Talent. Musikalisch ging es für die Zuschauer bei dem Konzert einmal um die Welt. Musikalisch geht's im Forum am Schlosspark in Ludwigsburg auch den kompletten Januar weiter. Mehr Infos dazu finden Sie im Internet unter www.forum.ludwigsburg.de. Von musikalisch wechseln wir zu sportlich und schauen, wie sich die Teams aus der Region zwischen den Jahren geschlagen haben und wie es jetzt 2018 weitergeht. Dranbleiben lohnt sich. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück. Während viele von uns zwischen den Jahren entspannt die Füße hochlegen konnten und sich den kulinarischen Verlockungen hingaben, mussten viele Sportler aus der Region auch an den Feiertagen ran. Der Spitzensport in der Region hat keine Pause gemacht. Eben noch bei der Weltmeisterschaft in Deutschland aktiv, mussten gleich 7 Spielerinnen der SG Ladies nur eine Woche später wieder in der Bundesliga ran. Darunter auch die 4 Bronzemedaillengewinnerinnen aus Holland. Ja, also ich kann schon merken, dass mein Körper ein bisschen müde ist, aber ich muss sagen, es ging schon. Wir haben 2 Tage, glaube ich, gut gespielt und das macht es dann auch einfacher. 3 Spiele gab es für das Team von Martin Albertsen noch zu absolvieren. Dem deutlichen 32:22 Derby-Erfolg über Nellingen folgte ein überraschendes 24:24 Unentschieden beim vorletzten Bensheim-Auerbach und ein mehr als versöhnlicher 26:21 Sieg vor Jahresfrist gegen den Pokalsieger Buxtehude. Damit beendet die SG das erfolgreichste Jahr der Vereinsgeschichte mit dem Gewinn der Meisterschaft und des Supercups auf einem guten 2. Tabellenplatz. Am Sonntag geht's dann zum letzten HC Rödertal. Auch die Männer der SG BBM Bietigheim verabschieden sich auf einem sensationellen 2. Tabellenplatz vom Jahr 2017. Zum Jahresabschluss gab es noch einen 24:23 Derby-Sieg beim Aufstiegsaspiranten Balingen und einen 29:26 Erfolg bei den Rhein Vikings. Am 9. Februar geht es dann gegen Coburg weiter. 2 Tage später startet dann auch der TVB Stuttgart ins neue Jahr und das gleich mit einem Abstiegsknaller beim 16. TuS N Lübbecke. Dann beginnt die Mission Klassenerhalt, denn das zweite Halbjahr 2017 lief nicht so wie erhofft.
Klar ist, dass wir zu wenige Punkte geholt haben, das ist uns allen bewusst. Ja, wir hatten viele Verletzten, aber im Summe interessiert uns nachher auch keinen mehr, sondern es zählt die Leistung, die wir auf den Platz bringen. Und das war eben nicht immer so gut, wie es sein sollte. Und jetzt muss man einfach gucken, wie wir das besser machen können, weil wir müssen uns steigern, um in der Liga zu bleiben. Weiter voll in der Spur sind die MHP-Riesen Ludwigsburg. Nach der Auswärtsniederlage in Würzburg einen Tag vor Heiligabend folgten zwischen den Jahren zwei Siege gegen Bonn und in Tübingen. Dadurch steht das Team von John Patrick aktuell auf Rang 3 und hat sich auch für den DBB-Pokal qualifiziert. Mit einer weiteren Niederlage hat sich Allianz MTV vom Jahr verabschiedet. Nach dem Pokalaus gegen Wiesbaden folgte noch eine 0:3 Niederlage bei Meister Schwerin. Allianz MTV ist damit aktuell Zweiter in der Volleyball-Bundesliga. Ja, und damit sind wir auch schon wieder so gut wie am Ende des ersten aktuellen Journals in diesem Jahr. Was jetzt noch fehlt, sind natürlich die Aussichten fürs Wetter in der Region. Und da soll es wohl stürmisch werden. Was uns morgen und in den kommenden Tagen alles erwartet, das sagt Ihnen jetzt noch Kai Zorn. Wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie mögen, ab 18 Uhr zu einer neuen Ausgabe des RegioTV-Journals. Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Tschüss. Auf Wiedersehen. Einen schönen guten Abend, ich begrüße Sie zum Wetter hier bei Regio TV. Es wird ein sehr, sehr unruhiger Mittwoch werden. Es wird eine Kaltfront über uns hinwegziehen und im Bereich der Kaltfront drohen schwere Sturm, zum Teil auch Orkanböen. Wenn Sie nicht müssen, lassen Sie größere Autofahrten meiden und meiden Sie auch bitte die Wälder, insbesondere den Schwarzwald und die Alb bis zur Mittagszeit. Am Nachmittag bleibt der Wind zwar ruppig, aber dann nicht mehr gefährlich. Dazu gibt es zunächst intensiven Regen und mit Durchzug der Kaltfront, die auch mit Gewittern verbunden ist, kühlt sich die Luft ab. Anfangs werden 9 bis 13 Grad erreicht, am Nachmittag wird es deutlich kälter und im Schwarzwald und auf der Alb geht der Regen dann wieder in Schnee über. Sehr unruhig ist es auch in Stuttgart und drumherum mit diesen kräftigen Böen. Am Vormittag, späterer Vormittag, da zieht eben die Kaltfront durch mit schweren Sturm und auch der Gefahr von Orkanböen. Richten Sie sich darauf ein, dass die ein oder andere Bahnstrecke oder auch die Straße gesperrt werden muss wegen umgestürzter Bäume. Höchstwerte bis zur Mittagszeit 11 bis 12 Grad, am Nachmittag wird es kälter. Am Donnerstag kommt das nächste Tief herangezogen mit intensiven Regenfällen. Da müssen wir lokal im Laufe des Tages mit Überflutungen rechnen und es besteht allgemein Hochwassergefahr. Am Freitag schwächt sich der Regen ab, es bleibt aber windig. Und am Samstag, da haben wir dann mal deutlich weniger Wind. Im Laufe des Wochenendes gehen die Temperaturen ein bisschen zurück, aber es bleibt trotzdem unwinterlich.